Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Freitag, den 15. Dezember 2023. Wir wollen uns gemeinsam einen Blick gönnen auf die EZB, die gestern den Leitzins ja unverändert gelassen hat und darüber hinausgehend allerdings dann rhetorisch, ich möchte sagen, restriktiv überrascht hat. Hat sie wirklich restriktiv überrascht? Bin mir nicht sicher, ob das nicht erwartbar gewesen ist. Fakt ist auf jeden Fall einmal, der DAX hat initial darauf mit Abschlägen erstmal reagiert. Hat diese Abschläge auch nicht wirklich wieder aufholen können. Könnte mir aber vorstellen, dass wir keine wirklich dramatischen Abschläge jetzt in den Jahresschluss zu sehen bekommen, denn, ja, das war es jetzt ja im Großen und Ganzen, makro-technisch an dieser Stelle. Wir haben die Fed am Mittwoch gehabt, wir haben die Inflationszahlen schon am Dienstag gehabt. Nächste Woche, da kommen noch die PCE-Zahlen, das ist ein Preisindex, der wird gerne als Haupt, tatsächlich sogar, Inflationsmessinstrument seitens der US-Notenbank Fed genutzt. Am Ende der Woche, 22. vor verlängerten Weihnachtswochenende. Ich glaube nicht, dass das noch groß Wohler begünstigt. Vielleicht sind es noch die Nike-Earnings, die ein bisschen spannend sind. Da werden wir nächste Woche einen Blick drauf werfen. Aber nichtsdestotrotz, also summa summarum, glaube ich, war es das jetzt erstmal. Bezogen aber, wie gesagt, ganz besonders auf den DAX und die EZB und die Antizipation einer geldpolitisch lockeren EZB hat sich gestern dann doch gezeigt, dass eben die EZB sich doch nicht so zügig geldpolitisch lockerer präsentieren wird oder vielleicht auch so aggressiv, wie die Fed das in Aussicht gestellt hat. Und genau das birgt die Gefahr, dass wir zwar jetzt stabil aus dem Jahr 2023 uns verabschieden, aber dann ins neue Jahr 2024 holprig hineinstarten. Und was ich damit meine und wie ich zu der Einschätzung komme, dazu in wenigen Sekunden mehr. Zunächst aber der Blick auf den Risikohinweis, bevor wir offiziell starten. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ihn eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, findet ihr auf xdb.com/de. Darüber hinausgehend gerne die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Support zu kontaktieren. Wenn ihr Fragen haben solltet zu XTB, ganz besonders als Broker, Kontaktdetails folgen sogleich, bevor ich euch diese präsentiere, zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen, es handelt sich um ein rein edukatives, informatives Event, gerne eure Fragen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion stellen, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefon bzw. E-Mail-Adresse, Berliner Büro, gerne kontaktieren, XTB als Broker sehr kurz vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet vom Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr links einmal hier aufgeführt, ein Grund mit Sicherheit, die X-Station und genau in die wollen wir jetzt einen Blick werfen. Ich will ganz kurz einmal aufklären, was es hier mit auf sich hat, mit diesem Push über die 17.000 oder diesem Gap-Up. Also wir referenzieren hier an dieser Stelle mit dem DAX-CFD bei XTB auf den nächsten Future-Kontrakt und der handelt um 17.000 Punkte. Da wir heute den großen Verfall, den Hexensabbat haben, ist es so, dass wir entsprechend eben dann ein Gap-Up jetzt zu sehen bekommen, denn der alte Kontrakt, der läuft heute aus und dass es dort nicht zu irgendwelchen Verwerfungen kommt, hat der Rollover vom Tag in diesen Hexensabbat hinein, also von gestern nachbörslich auf heute entsprechend stattgefunden. Wichtig zu berücksichtigen, denn wir haben jetzt natürlich durch diese Konstellation, die wir hier sehen, diesen Drop, auf den wir gleich eingehen werden, ausgehend von der EZB, haben wir natürlich jetzt eine Konstellation, wo man sich die Frage stellt, nein, da sind wir doch im Bereich Allzeithochs unterwegs. Nicht ganz. Wir handeln ungefähr, wenn wir uns die Kasse betrachten, auf irgendwelchen Finanznachrichtenseiten beispielsweise, die ihr vielleicht folgt, da werdet ihr Cash-Indikationen eben sehen. Da werden wir im Bereich um 16.800 wahrscheinlich gerade aktuell Pi mal Daumen so handeln. Und ich will nicht ausschließen, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zur Price Action, dass es vielleicht nochmal einen kurzen Flush gibt auf der Unterseite. Kommen jetzt einigermaßen solide rein. Ich habe hier, das habe ich gerade den Kunden von XTB vorgestellt, ich war gestern nicht am Desk, deswegen war es rein hypothetisch, aber einen potenziellen Short-Trade vielleicht gesehen mit diesem Break unter die 15.000, nein, Verzeihung, nicht 15.000, sondern 16.000 war es, 850 war es ungefähr hier in diesem Bereich, ungefähr die Intraday-Tiefs, fallende Dreieckstruktur, dann kommt dieser fundamentale Katalysator eben mit der EZB, den Kommentaren, die gemacht werden von Frau Lagarde, der EZB-Präsident, und dann kommt der Break tiefer. Das hätte vielleicht ein Momentum-Play nach sich gezogen. Das wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen. Also man sieht ja, es ist eine ordentliche Bewegung in dieser Größenordnung hier. Wir sprechen von fast 200 Punkten, die der DAX dort in roundabout einer Dreiviertelstunde läuft. Das ist durchaus eine gesunde Bewegung, sage ich mal an der Stelle.
Und jetzt handeln wir ungefähr in diesen Gefilden. Also wir sind hier ungefähr der Schlusskurs. Wenn wir eine Cash-Indikation heranziehen, diese aktuelle Bewegung, dann driften wir so ein wenig zurück, vielleicht jetzt so in die Gefilde 850, 900 vielleicht, so Pi mal Daumen. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir vielleicht nochmal so einen kleinen Flash-Moment auf der Unterseite bekommen, in die Tiefs hinein. Aber unterm Strich bleibt übergeordnet das Bild auf jeden Fall erstmal jedenfalls bullisch. Also die Aufwärtsstruktur ist weiter ganz klar sauber intakt. Der Aufwärtstrend, den wir etabliert haben seit Anfang diesen Quartal, Moment, November ist es, nicht diesen Quartals, sondern November, seit Anfang November, und nochmal besonders die Beschleunigung dann ab Anfang des Monats, also Dezember, die letzten 2 Wochen dieser Aufschläge, folgend wohl meiner Einschätzung nach hauptsächlich durch die Spekulation auf eine geldpolitisch sich expansiver präsentierende EZB, denn die Inflation kam rein mit 2,4%. Das bedeutet, wir sind wieder im Bereich der Zielmarke der EZB. Das bedeutet, die EZB könnte sich geldpolitisch lockerer präsentieren. Und genau diese Antizipation und diese Aufschläge, die dann jüngst diese Rallye hier genährt haben, nun, wie gesagt, die hat gestern so im übertragenen Sinne so ein bisschen etwas von dem Bug geschossen bekommen. So können wir dann vielleicht an der Stelle sagen. Und ich befürchte auch, dass selbst wenn wir jetzt ein stabiles Halten sehen, das wird man sich sagen, warum sollten wir denn ausgehend davon halt nicht sofort korrigieren? Ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass wir einfach derzeit erstmal in einem saisonalen interessanten Fenster sind, Jahresschluss hinein. Wir sind im Jahr 2023 sowieso in Equities extrem gut gelaufen. Bin ich ein Portfolio-Manager, das gilt besonders für die US-Märkte, aber vielleicht bezogen auf den europäischen Markt, eben dann an der Stelle auch so ein wenig auf den DAX. Dann wird sich die Frage einfach stellen, warum bin ich unterinvestiert? Wie will ich das meinen Investoren verkaufen an dieser Stelle? Und genau ausgehend hiervon und auch vor dem Hintergrund dann ganz klassische finanzielle Gründe, wie beispielsweise Bonuszahlungen und dergleichen, da wird man jetzt nicht die große Welle irgendwie auf der Unterseite hier eingeleitet sehen, eine große Korrekturbewegung oder so einen kleinen Mini-Crash, der im übertragenen Sinne meine Bonuszahlung dann zu Beginn des Jahres 2024 verhagelt. Das soll aber nicht heißen, dass wir nicht eher früher als später dann, also zu Beginn des Jahres 2024, in meinem Fall wäre es jetzt dann meine Überlegung, dann solch ein Rug-Pull-Szenario zu sehen bekommen. Denn das, was die EZB da kommuniziert hat, ist eigentlich nicht wirklich bullish. Wir haben einen Leitzins zu sehen bekommen, der gestern einmal hier im Kalender eingemarkert, auf dem Niveau kommuniziert wurde, Leitzins von 4,5%, auf das man sich hier bewegt hat über die letzten Monate, letzten 1,5 Jahre, aggressiv den Leitzins angehoben, verweilt jetzt hier auf 4,5%. Und das Interessante jetzt an dieser Konstellation ist aber wenigstens weniger der Leitzins, sondern eben die gewählte Rhetorik. Und da deutet sich an, wir erinnern uns kurz daran, wir hatten das auch hier zum Thema gemacht gehabt im Guten Morgen Börse, dass zum Beispiel die Deutsche Bank gesagt hat, wir erwarten nicht ab Mitte 2024, also ab Juni 24 die Zinssenkung, sondern schon bereits ab April. Das hat nochmal vielleicht auch diese Rallye so ein wenig genährt, die wir hier im DAX zu sehen bekommen haben. Und die EZB, die hat jetzt mit ihrer Rhetorik eher darauf hingedeutet, dass man den Leitzins noch länger auf diesem relativ hohen Niveau verweilen lassen möchte, um nicht Gefahr zu laufen, dass es wieder zu einem Spike der Inflation kommt auf der Oberseite. Und jetzt kommt allerdings das große Aber an dieser Stelle. Der konjunkturelle Niedergang, also die Abwanderung der Industrie aus Deutschland, die ist uns allen bekannt. Wir müssen nur die Zeitung aufschlagen, also sofern wir noch eine Zeitung aufschlagen, gucken wir uns vielleicht im Smartphone die News an. Die wirtschaftsfeindliche Politik der Ampelregierung ist nicht mehr wegzudiskutieren. Da kann man sich auch nicht mehr schönreden. Und was hat man vor in solch einem sich konjunkturell abschwächenden Umfeld, in dem die Industrie abwandert? Plant man in irgendeiner Form Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die zum Beispiel die Produktionsgegebenheiten in Deutschland irgendwie attraktiver zu gestalten? Plant man in irgendeiner Form vielleicht auch wirklich Fachkräfte anzuziehen durch beispielsweise steuerliche Erleichterungen? Nein, man tut genau das Gegenteil. Man erhöht die Steuern, man hält weiterhin oder beziehungsweise man verteuert sogar noch Strom, Energie an dieser Stelle durch entsprechende Maßnahmen, Mehrwertsteuererhöhungen und dergleichen, um eben irgendwelche ideologischen Projekte zu finanzieren. Also, das ist zutiefst wirtschaftsfeindlich, ohne das jetzt auch irgendwie zu werten oder dergleichen, aber aus meiner Ketzerei wird schon offenbar, wie ich dazu stehe. Fakt ist auf jeden Fall einmal, das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst in einer Rezession, die sich herauskristallisiert. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, Deutschland ist das Rückgrat des Euros, das wirtschaftliche Rückgrat des Euros, welches dadurch potenziell gebrochen wird. Und mit dieser Aussicht, und das ist auch der EZB klar an dieser Stelle, den Leitzins in Aussicht zu stellen, länger auf dem hohen Niveau zu verweilen zu lassen, als es eventuell Not tut, nur in Antizipation auf eine vielleicht dann nochmal länger als höher bleibende, marginal oberhalb der Zielmarke von 2% verweilenden Inflation. Das ist ebenfalls katastrophal und das wird früher oder später zu einem massiven Backfiring stattfinden, also in solch einem resultieren. Das bedeutet an dieser Stelle, dass wir durch eben diesen
höher als erwartet oder nicht höher als nötig. Leitzins auf hohem Niveau, ein entsprechendes längeres Verweilen in einer Rezession auf dem gesamten europäischen Kontinent sehen. Es wird schwieriger sein, wieder danach Momentum aufzunehmen und Wirtschaftswachstum auf den Weg zu bringen, Investitionen auch entsprechend anzuziehen und dergleichen. Und das wird dazu sorgen, dass dann ein geldpolitisch sehr, sehr viel aggressiverer, lockerer Kurs erforderlich sein wird, der dann in einer Sägezahnstruktur wahrscheinlich sogar innerhalb auch der Inflationserwartung und dergleichen, niedrige Produktion, weniger Güter, viel Geld, welches diese wenigen Güter nochmalige Anschieben der Inflation und so weiter und so weiter, also dieser Kreislauf, dass der nochmal massiv befeuert wird. Aber bevor es dann infolgedessen zu starken Kursaufschlägen kommt, die dann zu erwarten wären, wird vorher erst einmal notwendig sein, in Anführungsstrichen, beziehungsweise werden wir mit Ausblick auf diesen konjunkturellen, sich eintrübenden Blick schärfere Rücksetzer eben erwarten müssen. Und genau das wird etwas sein. Ich denke, wie gesagt, aktuell hauptsächlich saisonal begünstigt, hauptsächlich auch vielleicht finanziell begünstigt, Bonuszahlungen in irgendeiner Form hier an dieser Stelle betreffend, dass man aktuell den DAX noch auf relativ hohem Niveau sehen wird, und das gleiche gilt auch für US-Equities, und dann, dass wir eine relativ große Chance haben für einen sehr scharfen Rücksetzer in das Jahr 2024 hinein. Das heißt jetzt nicht, dass der große Crash kommt, aber zumindest mal, dass man sich vielleicht schon mal mental auf solch ein Szenario einstellt. Und so, soweit meinerseits zum Wochenschluss. Schönen dritten Advent, happy trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns dann wieder am Montag hier zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Ich freue mich, habt euch wohl, bis dann und tschüss.